Herzlich willkommen in der Steinzeit, Leute. Ich wurde bei der letzten Folge, als ich rausgegangen bin oder beendet habe, noch von Mauli angegriffen. Wisst ihr eigentlich, warum der Maulwurf heißt, weil er mit Mäulern wirft? Wow. Können wir unser Zeug auch hier hinstellen? Mit dabei ist der Knallus und der Phallus. Hey, darauf. Hi, grüßt euch. Knalli, wie kann ich denn mein Dreckslager aufstellen? Muss im erstellten oben rechts am Bildschirmrand für die Missions. Besuche das Wayward. Wo ist denn hier eigentlich die Koordinaten? Achso, Karten? gleich geht's zum Wayward. Auf Map, ne? Mit mir redet der hier keiner, da kann ich auch sterben gehen. Nein, ich komme mit. Ich wollte mir nur was zu essen herstellen hier, Ja, du aber siehst es die ging nicht. Markierung unten auf deinem Kompass, Robson. Denke ich mal, die Tür dort sollte das sein, oder? Ich denke auch. Ich bin mal dabei. Komm. Da sind wir dabei. Das Das. ist prima. Null Granaten habe ich ausgerüstet übrigens. Ich habe noch keine Schusswaffe, ne? Oh, hier ist ein NPC am Wasser. Oh, cool. Das heißt, hier muss irgendwo ein Camp sein. Kannst du mich mal. Entweder wischen uns die Verbrannten, die Wilden oder die Reds. Schnappsterz, okay. Kannst hier, gibt es eigentlich Händler? Gibt es das noch? So wie bei Fallout 4? Aber Fallout 4 kann ich dir nur empfehlen. Sollst du vielleicht auch mal spielen. Das dauert halt lange, ne? Guck mal, hier ist so eine Nö. Art Ziegen. Oder sind das Ziegen? Ja. Kommt immer drauf an, wie man es spielt. Direkt Kampfmusik gekriegt hier. Ach so. Wenn ihr Alkohol findet, trinkt davon nicht so viel, ihr werdet abhängig. Okay. Echt. Ich bin seit einem Jahr trocken, ich gehe. Aber es fängt jetzt wieder an, durch Corona kann ich nicht mehr zu den anonymen Alkoholiker gehen. Und jetzt bin ich wieder rückfällig geworden. Ich habe jetzt mal Mancherie gegessen. Oh. Die sind natürlich tödlich. Nee, ich habe auch momentan. Oh, helf uns, Andreas. Knalli. Ja. Wir werden hier beballert. Weiß nicht mal, wo ihr seid. Na hier, Mensch, guck auf der Karte. Die Karten. Ich bin tot, fuck. Warte, ich komm hin. Ich wollte den Big noch retten hier, aber. Tödlich verletzt. 20 Sekunden noch. Auch das mit der Ausdauer, das ist lästig. Alter von Bushi. Big, ich kann dich nicht retten, ich komme nicht Nee, hin. das war mir schon fast klar, weil. Wo starte ich wieder an der Vault oder was? Ah, eigentlich am Camp, oder? Ja, danke für nichts. Okay, einen habe ich. Okay, wie kann ich mich heilen? Ich habe das Stimpaks, ne? Ich kann dir gar nichts sagen. Wie kann ich ein neues bauen? Ich habe keine Ahnung. Ich sag, schießt auf mich. Wie kann man ein neues bauen? Weiß nicht. Also, mich Meine darfst du nicht Fresse. fragen. Ich. Wart doch mal. Wie kann man ein neues bauen? Warum soll ich denn da warten? Ich will dich wiederbeleben. Geht nicht, ich bin gestorben. Hörst du nie Warum zu? versteckst du dich? Ich dachte, wir sind Dann musst du Freunde. dastehen, wo du spawnen sollst. Bist du doch gespawnt. Ja, bis ich mal eine Antwort von dir krieg. Aber meine Brille habe ich noch. So. Also, ihr habt es gesehen, Leute, wenn man hier Hilfe braucht, da ist man verlassen. Nein, ich wollte dir helfen. Gut, okay, alles klar. Habe ich keine Machete mehr? Kriegst du von mir? Will ich nie haben. Okay. Brauche eure Hilfe nicht. Okay. Ach doch. Oh, jetzt habe ich die wieder abgewählt. So, wie stelle ich jetzt meine Gesundheit wieder her? Was essen? Hm? Stimpack. So, ich bin dann wenigstens schon am Wayward, Leute. Gut. Ja, besinn dich.
Gefährt ein roter Makro. Ja, angreifen. Ist hier ein bisschen Mais sammeln vielleicht? Hier geht was. Okay, wo ist denn der Mac? Wo seid denn ihr? Oh Gott. Wow, okay. Was brauche ich denn für mein... Jetzt habe ich nicht geschaut, was ich für eine Munition brauche. Das okay. Hast du bei Waffeninfo. Auf die Waffe im Menü drauf gehst, ja. Wird dir das dann angezeigt. Alles klar, Punkt 308er, okay. Und ich habe natürlich kein Geld, ne? Gut, wo ist der Big? Hier seid ihr. Okay, ich bin am... Kann ich noch nicht herstellen. Wo ist eigentlich so Big? Da ist gerade in einem Haus drin, wo du mal reingehen solltest. Oh, okay. Das beleuchtete Haus, wo der Roboter mit dem roten Strahl da auch greift keinen an. Okay. So Leute, treten wir mal das Haus. Mal schauen, ob wir jemanden finden. Ich bestimmt. Schätzchen, ganz schlechtes Timing für einen Wreck. Was? Hey, wer bist denn du? Das geht dich nichts an. Hier scheint jemand zu glauben, dass ich weiß, wo der große Schatz liegt. Und dass meine Bar nur zum Spaß aus Schrott besteht. Süße, das ist meine letzte Warnung. Meine Truppe will diesen Schatz. Und ich schick euch beide ins beschissene Jenseits, wenn ihr nicht gleich anfangt, mir zu erklären, wo das verdammte Ding liegt. Okay, erzähl mir von dem Schatz, vielleicht finden wir eine Lösung. Der Schatz geht dich nichts an. Und wenn ich nicht gleich ein paar Antworten krieg, fange ich an, hier Leute abzuknallen. Okay. Genau, Lady. Solltest auf den Mann hören. Pack schon aus, dann siehst du mich nie wieder. Es würde mich echt freuen, deine hässliche Visage nicht mehr zu sehen. Aber ich kann mir die Infos nicht einfach so ausdenken. Nee, ich prügel's aus hier raus. Sobald ich mit dir fertig bin. Oh, Alter. So, Junge. Ich hoffe, du willst dir nur nett was trinken. Einmal pro Tag bedroht zu werden, reicht mir völlig. Na klar, trink mal was. Nicht gerade der beste erste Eindruck. Hatte mir das anders vorgestellt. Tut mir leid, Schätzchen. Die erste Runde geht auf mich. Ich Dankeschön. Duchess. Kann ich was für dich tun? Okay, ich suche eine Aufseherin. Die Aufseherin? Du bist also die besagte Person. Nein, hab sie nicht gesehen. Aber gehört habe ich sie. Meine Leute haben ein Band gefunden, das sie für einen ihrer Bewohner in dem Lager auf der anderen Straßenseite hinterlassen hat. Ist allerdings schon eine Weile her.
Vielleicht ist es ja für dich gedacht. Ich übergebe es dir gern. Da wir schon bei gegenseitiger Hilfe sind, vielleicht kannst du im Gegenzug auch etwas für mich erledigen. Ja, na klar. Es geht bloß um deine Mithilfe bei einer kleinen diplomatischen Aktion. Dieser Bursche, den du umgenietet hast, war nicht der erste von seiner Bande hier, aber hoffentlich der letzte. Normalerweise schicke ich ja meine eigenen Leute zum Aufräumen los, aber mein Rausschmeißer ist mir abgehauen. Wenn du das für mich in Ordnung bringst, zahle ich dir gutes Geld. Also, wie wär's? Gutes Geld können wir gut gebrauchen, Leute. Wir helfen. Das hatte ich gehofft. Also, folgendes. Diese Burschen haben sich alle nach Crane erkundigt. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Wie würdest du die Aufmerksamkeit von einem Haufen entschlossener Schläger auf dich ziehen? Einladung per Post. So hat meine Mama das jedenfalls bei meinen Geburtstagsfeiern gemacht. Das ist natürlich ganz cool. Salisbury Steak, da sind die Leute immer schadenweise in den Wald gerannt. Ein Schild? Davon habe ich leider nicht genug. Nein, wir werden die Jungs anlocken, indem wir dich als Crane ausgeben. Kleinen Moment noch. Ich krieg Geld, wenn ihr Quests abschließt. Ich glaube, das könnte. Ah, geil. Kleine Mach mal weiter. Architektur ist nicht gerade meine Stärke. Ah, nicht übel. Ich habe hier einen Bauplan für ein maßgefertigtes Schild gebastelt. Von Cranes Schatzsuche und Co. Falls es richtig funktioniert. Hallo. Sollte es eine Werbebotschaft aussenden? War der schon drin im Wayward? Ich latsch gerade noch mit der. Kinderspiel. Ich habe auch gerade mit der geredet. Du musst es bloß bauen und dann das Band benutzen, das verkündet, dass du geschäftsbereit bist. Dann das Scheiße sieht ja super aus. Achso, ich weiß jetzt, wie du dein Camp errichten kannst. Die haben euch im Vault ja sicher alles über Baupläne und so weiter beigebracht, oder? So, wartet mal kurz, Leute. Oder dann? Dick. So, die zweimal gemutet ist nicht böse gemeint, aber wir wollen hier ein bisschen was mitkriegen. Das höre ich gerne. Ja, der gute alte Mord kann natürlich auch dein Gedächtnis auffrischen. Wie meinst du das, Mordecai? Ich habe ein paar Bänder zu genau diesem Thema. Oh Mord, nicht die Bänder. Sprich mit Mord. Er kann deinem Gedächtnis wieder auf die Sprünge helfen. Aber du musst natürlich auch Material besorgen. Davon sollte hier aber genug herumliegen. Ich schnüre dir ein kleines Paket. Ich leg noch ein paar Rationen drauf, damit du nicht verhungerst. Wahrscheinlich musst du einiges davon auseinandernehmen. Aber da du mir so einen großen Gefallen tust, kann ich dir auch ein bisschen Material für die Werkbank geben. Wer weiß? Vielleicht lernst du sogar was dabei. Also, was ist? Wollen wir mit der Show loslegen? Legen wir los. Ausgezeichnet. Wird höchste Zeit, dass wir die Trottel endlich loswerden. Wenn du sie findest, dann sorge nur dafür, dass ihr Anführer die Botschaft versteht. Finger weg vom Wayward. Hier, das Band der Aufseherin. Sie hat das Lager wohl errichtet, damit ihre Bewohner lernen, auf sich selbst gestellt zu sein. Könnte sich lohnen, falls du eine Auffrischung brauchst. Yeah, Quest abgeschlossen. Läuft doch bei uns. Schön, dass Vortex sich um einige Leute gekümmert hat. Gerüchte halber werden die Leute einfach in die Wildnis entlassen mit nichts als ein paar Rationen und einem schicken Anzug. Viel Glück. Nun mach dir mal keine Sorgen. Du bist jetzt in guter Gesellschaft. Das sehe ich. Man sieht gegenseitig aus. Also, was kann ich für dich tun? Tja, darf ich fragen, was mit dir passiert ist? Ja, okay. Allergien. Wie sich herausstellt, darf ich Erdbeeren nicht zu nahe kommen. Das war ein Witz. Aber ich war draußen, als die Welt unterging.
Ich war mit einem Sicherheitslaster unterwegs. Kam gerade hinten aus dem Ladecontainer, als ich dieses Grummeln hörte. Und dann spürte ich den Wind. Es war, als wäre ein Wirbelsturm losgebrochen. Der Truck wurde ordentlich durchgeschüttelt. Bang, bang, bang. Ich öffnete die hintere Ladetür und dann bang. Dann erwachte ich hinten im Truck. Immer noch am Leben. Nur schade, dass mich jetzt niemals irgendwer für etwas anderes als meine liebenswerte Persönlichkeit lieben wird. Das war an dem Tag, an dem ich zum Ghoul wurde. Nicht die schmeichelhafteste Bezeichnung, aber wenigstens lebe ich noch. Ich wollte es gerade sagen, wenigstens du lebst noch. So, die Benutzung meines Camp. Du hast Glück, denn ich bin genau die Person, die dir mit deinem Problem helfen kann. Aber wenn ich helfen soll, wird dich das was kosten? Oh nein. Du willst jemanden an den Kragen? Nenn mir einfach einen Namen. Hey, hey, hey. Mach mal langsam. Davon habe ich nicht geredet. Du wirst mir helfen, reich zu werden. Weißt du, die wahren Gewinner während des Goldrauschs waren nicht die Schürfer, sondern die, die den Goldgräbern ihre Schaufeln verkauft haben. Ich handle nicht mit Schaufeln, sondern mit Wissen. Ich kann Orte erreichen, die euch Typen mit eurer Rad-anfälligen Haut vorenthalten sind. Ich verkaufe also, was ich im Köpfchen habe. Und du wirst das Ganze für mich testen. Ich habe diese Holobänder aufgenommen. Darauf befindet sich alles, was ich über diese Camp-Dinger weiß. Hör sie dir mal an und lass mich wissen, was du von ihnen hältst. Okay. Wirklich? Danke viel. Ich meine, danke. Aber komm wieder, wenn du sie ausprobiert hast. In Ordnung? Gab es sonst noch etwas, worüber du reden wolltest? Na, zu dem Zeitpunkt nichts. So, Auftragsjäger haben wir auch angenommen. Haben wir jetzt alle Quests hier drin? Da können wir ja die zwei wieder entmuten. Hören, was sie zu sagen haben. So, seid ihr alle gemutet hier? Zigarette. Dann könnte ich mich auf den Stuhl setzen. Super setzen. Ah, den Schlüssel habe ich noch nicht. Aschenbecher, ne, jetzt machen wir jetzt einfach nicht den Aschenbecher mit. Ja, noch verbeulter, rostiger Kanister. Sowas können wir alles noch nicht gebrauchen.